Hallo und willkommen, ich bin MK3 und wie ihr seht, ist es natürlich nochmal Zeit für Warframe und heute ist Baro tatsächlich wieder aufgeschlagen mit diversen Sachen, die wir natürlich käuflich erwerben können. Am besten wir gucken direkt mal vorbei, was er Feines heute hat. Diesmal ist er aufgeschlagen auf dem Pluto am Orcus Relais. So, und jetzt werden wir auf dem Orcus Relais auch aufgeschlagen und wie ihr vielleicht direkt erkennen könnt, ja, es sind noch ein Tag und 21 Stunden ungefähr und dann wieder verschwinden, das ungefähr heißen wird, dass er am Sonntag gehen 15 Uhr wieder weggeht. Soweit, so gut und natürlich ist alles, was wir jetzt gleich sehen werden, von der PC-Version von Warframe. Die Konsolen haben natürlich ihre eigenen Fassungen davon. Aber gut, fangen wir gleich mal oben an. Wir haben zum Beispiel das Kitir Presence, oder Präsenz muss ich eher sagen, ist kein Geschenk in dem Sinne. Aber ja, dieses Teil können wir jetzt uns hier nicht wirklich ansehen, aber wir werden es gleich auf dem Schiff mal tun. Das ist sozusagen nicht ein kompletter Animationsdance, das ist schade, aber das kriegen wir jetzt nicht. Aber so eine Art von den Emotes, die wir im Spiel machen können, also Warframe, jawohl. Eben, dass wir so uns hinstellen können wie der gute Kitir selbst. Und der erste Prime-Mod wäre Primed Morphic Transformer oder auch Prime Morphic Umformer. Und ja, eure Arcwing-Fähigkeiten haben 55% mehr Stärke auf maximalen Stufe. Bei dem einen oder anderen Arcwing ist das durchaus mal eine gute Sache, sowas mitzuhaben. Als nächstes hätten wir den Primed Cryo Rounds oder auch eben Prime Kyro-Kugeln. Und das wären 165% Bonus Kälteschaden bei Gewehren. Finde ich ein sehr schönes Teil. Und da wir nicht allzu viele Primed Mods gerade, zumindest von Elementschaden jetzt haben, würde ich mal sagen, wer gerne mal Knarren benutzt, also jetzt im Sinne von Gewehren, sollte wirklich das Ding sich organisieren. Und der letzte von den Primed Mods wäre Primed Continuity oder auch Prime Kontinuität. Und das Ding macht einfach nur, dass eure Warframe-Fähigkeiten 55% länger halten. Und das ist eigentlich ziemlich fett. Entweder wollt ihr nämlich verhindern, dass sozusagen eure Fähigkeiten zu früh aufhören. Ne, ist klar, also man will sozusagen die Dauer maximal erhöhen. Oder man will einfach vielleicht durch andere Mods verursachte, ich sag mal, Minusdauerwerte ein bisschen ausgleichen. Ja, für beides ist das Ding halt super toll. Würde ich gnadenlos sagen, für den einen oder anderen Warframe ist es definitiv ein Muss. Und wir kommen zu der Mara Detron. Ja, und da hat sich ja ein bisschen was getan, weil wir haben ja vor kurzem mitgekriegt, die ganzen Handknarren, gerade Handschrotgewehre, also Sekundärwaffen eben, sind ja gebufft worden. Und natürlich gehört die Mara Detron auch dabei. Natürlich, die Akkuranz ist, glaube ich, nur geringfügig, meine ich mich zu ändern, verändert worden. Ansonsten Crit-Chance 5% und ja, der Crit-Multiplier von 1,5 ist immer noch nichts Tolles. Ich meine, die Akkuranz ist immer noch nichts Tolles, egal ob das erhöht worden ist oder nicht. Und dann der Fall-Off, die Idee, dass man halt nur so und so weit schießen kann. Und sagen wir so, bis 16 Meter macht ihr vollen Schaden und danach macht ihr deutlich weniger. 8 Schuss im Magazin, Nachladegeschwindigkeit 1 Sekunde ist eigentlich ganz okay, aber Statuschance 20%, Wunderbärchen. Der Schaden ist, glaube ich, ein bisschen gebufft worden. Das war es auf jeden Fall, nämlich standardmäßig innerhalb der 16 Meter, also wenn alle Projektile treffen sollten, machen wir 210 Schaden radioaktiv. Das ist eigentlich ziemlich cool. Dann zu einer Sache leider, die ich nicht wirklich direkt zeigen kann, obwohl ich es immer mal geholt hatte. Aber ja, das ist dieses Nexus Fur Pattern oder auch anders gesagt, wir haben einfach ein Fellmuster. Aber Problem ist, wie ihr gerade vielleicht sehen könnt, ich kriege da immer nur graue Kupus raus. Beziehungsweise es werden mir immer nur graue angezeigt. Aber man kann auf dem Bild ja schon ungefähr erkennen, wie das Muster an einem Kupo aussehen würde. So, und jetzt habe ich mal runtergescrollt. Hier reden wir jetzt von dem Kitir Aeroskin. Und das könnt ihr nahezu bei jedem Bogen dabei haben. Wobei, ich habe jetzt gerade keinen Bogen an, deswegen habe ich womöglich nichts in der Hand. Richtig? Richtig. Also kann ich es gerade völlig vergessen. Aber wenn wir jetzt gerade einen Bogen equipped hätten, dann würden unsere Pfeile tatsächlich, nur unsere Pfeile, jetzt in diesem Kitir-Look aussehen. Ich meine mich zu erinnern, da würde auch der Köcher bei geändert werden. Ich kann es aber nicht versprechen. Am besten wir gucken kurz danach mal auf dem Schiff, damit wir es mal sehen. Dann die Kitir Cubro Armor. Ich persönlich bin kein zu großer Fan davon, weil das irgendwie so ein bisschen aussieht, ob wir jetzt gerade verunstalten eigentlich unser Kupo mit dem viereckigen Klötzen oben und vor allem der Rest ist ein bisschen nackt, möchte ich mal fast sagen. Ich hätte dann schon gehabt, dass ein paar andere, ich sag mal, ein paar eckige Teile auch hinten am Kupo verteilt sind, wenn das hier schon Rüstung sein soll. Wobei, naja, wie war's, das ist der Helm des Mutes, der Kupo kann nichts sehen und läuft deswegen blind links und total wagemutig in alle Gegner rein. Wahrscheinlich wird sowas sein. Und hätten wir die Kitir Diaxyandana. Ich glaube, das ist eine von denen, die mir am besten gefällt. Nicht irgendwas mit Punkten drauf, Ikea-Teppich, wobei das müssen wir auch wieder auf dem Schiff gleich nochmal zeigen. Aber ja, hier wären also eher diese einfarbigeren Schemen drauf. Sagen wir mal lieber so, ohne Punkte.
Und dann kommen wir zu den Ketir Sentinel Wings. Und das ist nichts anderes als für euren Sentinel, also Wächter, einfach nur so Flügelchen eben im Ketir-Look dabei sind. Können wir auch im Schiff uns auch gleich mal ganz kurz ansehen, weil ich habe sie mittlerweile immer mal organisiert. Und hierzu muss ich eigentlich gar nicht viel sagen, nämlich das wäre die Baro-Ketir-Glyphe. Ja, damit könnt ihr Baro im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur oben bei eurem Charakter hier ausgewählt haben, sondern eben ihn auch mit dem gewissen Teil ausgerüstet an die nächste Wand klatschen. Dann 3 Tage Credit Booster. Interessanterweise habe ich mir den nicht diesmal geholt, sondern ich habe einfach die Sorte gemacht und habe das deswegen erhalten. Das ist ein bisschen wie, oh, toll. Denn wie ich schon mal meinte, ich war jetzt nicht der größte Fan eben von diesem Booster. Da fand ich das hier oben von dem Preis her ein bisschen zu teuer. Und zuletzt haben wir mal wieder das Hands of Inaros Blueprints. Damit könnt ihr eben die Questreihe euch basteln sozusagen und dann danach im Laufe der Questreihe eben Inaros für euch freischalten. Wunderbärchen. Und jetzt gehen wir noch schnell auf das Schiff. So, hier wäre mein Helios Prime, wo ich diverse Sachen schon dran kleben habe. Aber tauschen wir mal kurz diese Wings eben aus gegen die Klamotten vom guten Ketir. Und so sähe das dann auch aus. Und am besten, ich tue die sogar beide mal dran tun, damit man es vielleicht besser erkennen kann. So würde dann aussehen. Es sieht gar nicht mal so schrecklich schlimm aus. Ich meine, das sind natürlich diese dunkle Farben gerade, aber ich meine, das Ding wäre eh generell dunkel gewesen. Und hier habt ihr so kleine Hologramms, wo eben das Ketir-Symbol so abgestrahlt wird. Wirkt gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Wirkt gar nicht so unbedingt schlecht. So, und da wäre jetzt die Ketir Diax Syandana, eben mit der normalen Standardbemalung. Und am besten, wir übernehmen direkt mal die Optik vom guten Harrow. Warum auch immer steht das hinten so ein bisschen komisch ab, weil normalerweise müsste das Ding einfach strack herunterhängen. Aber ich nehme an, weil er schon hinten so einen, ich sag mal, Cape-Ansatz hat, vielleicht drückt das alles ein bisschen hier, diese Klamotte hier am Rücken, gerade ein bisschen weg. Aber übernehmen wir mal gerade die Farben. Ja, das sieht auch schon gar nicht verkehrt aus. Das sieht wirklich gar nicht unbedingt verkehrt aus. Obwohl, ich habe den Eindruck, dass es Absicht, damit eben hier die Klamotten nicht hier durchklippen unbedingt, so dass halt ein bisschen Abstand existiert. Warum nicht? Warum nicht? So, und dann gucken wir uns natürlich noch den Pfeil an, damit wir den auch mal gesehen haben. Ja, das wäre jetzt tatsächlich der normale Dreadbogen mit seinen Standardfarben. Okay, auch so würde das Rücken, also der Köcher aussehen, das Rückenteil. Gut, und jetzt tun wir mal kurz da die Optik eben von dem Pfeil verändern. Ja, der Pfeilskin, das wäre jetzt der Ketir Arrow Skin. Oh Gott, das ist riesengroß. Hier, er verschießt nach Baumstämmen, habe ich fast einen Eindruck. Oh cool, die Leute, wenn sie erschossen werden, kriegen quasi das Symbol von Ketir noch angezeigt, bevor das Ding in... Ja, also quasi fies am Kopf trifft oder sonst wo. Naja, unangenehm. Unangenehm, würde ich mal sagen. Und am Rücken, wie sieht das jetzt anders aus? Ja, man sieht zumindest die anderen Pfeile, aber der Köcher ist tatsächlich immer noch identisch wie vorher. Gut zu wissen, gut zu wissen. Aber die sind auf jeden Fall nicht klein. Generell, Pfeile in Warframe, habe ich irgendwie den Eindruck, sind schon verdammt groß. Gehe ich mal gerade ein bisschen raus, damit man das sehen kann jetzt. So. So würde er mit dem Ketir-Pfeil aussehen. Mhm. Und... Weil wir Gags sind, tun wir mal gerade noch die Farbe vom Warframe übernehmen. Okay. Und natürlich bei dem Attachment das gleiche nochmal. Jawohl. So, und so wäre jetzt, nach meinem Harrow zumindest, die Farbe jetzt bei dem Dread und dem Pfeil jetzt zu sehen. Also ein bisschen Gold mit ein bisschen Türkisfarben und durch Weiß dabei. Und hier und dort ein bisschen ein Touch von Gold. Gutes Geschmackssache. Ich weiß, Dread müsste eigentlich dunkel sein, aber wie dem auch sei. Und zu guter Letzt gucken wir uns natürlich noch an, was jetzt auf sich hat mit dieser Ketir Presence. Ja? Und zwar so unter Emotes müsst ihr dafür hingehen und müsstet eine Sache euch hier aussuchen und da eben zum Beispiel, wie ich es hier oben schon getan habe, eben Ketir Presence auswählen, damit ihr in der Mission eben die Sache auch aktivieren gehen könnt. Vielleicht schon mal eine Kleinigkeit nebenbei. Wenn ihr das auf dem Schiff tut, so wie ich es jetzt gerade mal machen soll, das wäre jetzt agreeen, aber angenommen, ich gehe jetzt hier unten drauf und sage jetzt hier Ketir Presence, die ja ziemlich cool aussieht. Kann man jetzt nicht anders sagen. Die sieht schon cool aus. Das wirkt, ja. Es hat wieder Ketir so da steht mit seinem Excellent. Das ist an sich sehr cool. Problem bei der Sache ist, wenn ich jetzt Escape drücken sollte, dann kann das sein, dass ihr in diesem Stance auch mal stehen bleibt. Ja. Das heißt, man, ich könnte auch hier ganz rausgehen und der bleibt immer noch so stehen. Und ich kann mich also nicht so bewegen. Das ist ein bisschen blöd, weil wir auf dem Schiff normalerweise ja keine Emotes so starten, standardmäßig können. Und das heißt, man, wir müssen wirklich Escape kurz drücken. Und dann ist das Problem auch wieder gelöst. Ich habe das auch schon in Mission mal kurzweilig gehabt. Theoretisch in Mission ist die Sache natürlich viel einfacher, denn diese Emotes, die ihr über Q normal gedrückt haltet, ihr starten wollen würdet, können natürlich auch auf der Schiene genauso wieder abbrechen. Weil es gibt ja ein paar Emotes, die eigentlich standardmäßig ein bisschen länger aktiviert sein sollen, zum Beispiel wie Meditate. Nein, nee, Meditate, Junge. Ah. Ja, wo er hier so cool in die Landschaft hängt, das sieht ja nicht verkehrt aus. Mal gucken, ob hier das gleiche Problem auftritt wie eben gerade. Okay, dann ist es eine Sache, die es schon immer gab. Weil ich kann auch nicht mehr, glaube ich, das Arsenal jetzt von hier aus aktivieren.
Nope, ich kann von hier aus nichts aktivieren. Müsste ich damit das Cape abbrechen, sonst bleibe ich womöglich für immer und ewig hier oben in der Luft zu hängen. Das muss ja nicht sein. Und wie jedes Mal tue ich natürlich an dieser Stelle auch wieder ein paar Glyphen-Codes sozusagen verlosen. Und wenn ihr an der Verlosung teilhaben wollt, müsstet ihr eigentlich nur diese folgende Frage beantworten. Und zwar wäre das folgendes. Und zwar habt ihr vielleicht gehört, dass bei der TennoCon, gerade für Leute, die auch da waren, haben so ein bisschen was gezeigt bekommen wie einen Stalker-Modus. Das heißt, man, ihr könnt dann die Rolle des Stalkers, der da die Spiele überfällt, übernehmen und könnt ihr auch dann abmurksen gehen. Theoretisch könnt ihr sogar hingehen und gerade die Teile zerstören, die sie zum Beispiel verteidigen müssen. Sei jetzt einfach mal gerade so. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, was ich davon selber finden soll. Und deswegen gebe ich die Frage an euch einfach mal ganz grandios einfach mal weiter. Und zwar, was sagt ihr dazu? Würdet ihr das toll finden, dass plötzlich ein spielerkontrollierter Stalker aufschlagen würde in eurer Mission? Oder würdet ihr lieber sagen, muss das sein? Weil, ne? Dementsprechend, wie man gerade equipped ist, ist der Stalker teilweise schon fies genug. Und ich weiß jetzt nicht, ob man unbedingt das auch noch Spieler in die Hand drücken muss. Weil es gibt ja durchaus ein paar Leute, die sehr gut PvP können. Und ich glaube, die ziehen uns mal, also als der Durchschnittstyp, dann doch mal ein bisschen das Fell über die Ohren. Falls einer überhaupt nichts davon gesehen haben sollte, er kann natürlich diese abgefilmten sozusagen Handyaufnahmen von der TennoCon sich reinziehen oder allerdings, wenn er es eher offiziell haben möchte, in Primetime 173 tut dort Rebecca und Megan das mal ein bisschen besser vorstellen, schon mal, wie das so ungefähr funktionieren soll, auch wenn es nicht unbedingt immer geklappt hat direkt. Aber ja, ich werde unten den passenden Link auch noch in das Video kleistern, wenn einer sich mal genauer ansehen möchte. Mein Problem bei der ganzen Sache ist nur folgendes. Ich könnte mir gerade vorstellen, da natürlich dieser Modus vielleicht wie eine Art Alert-Mission vielleicht zufällig in der Spielerschaft verteilt wird vielleicht. So in der Art könnte ich es mir vorstellen. Aber mein Hauptproblem ist nur, angenommen, wir haben jetzt neue Spieler im Spiel und dann kommt ein spielerkontrollierter Stalker rein, der das schon länger spielt. Der kann natürlich dann ungemein diesen Spieler dann trollen oder einfach mal, wie der normale Stalker es machen würde, ihn einfach umhacken. Und ich bin mir jetzt nicht unbedingt sicher, ob das eine Sache ist, die wir im Spiel so vertreten haben wollen sehen. Also, man, das kann jetzt jeder sehen, wie er möchte. Die Leute, die PvP natürlich toll finden, finden natürlich total klasse. Für Leute, die Dark Souls gespielt haben, die werden natürlich sagen, oh, das ist doch eine tolle Idee, dass man den anderen Spielern sozusagen in der Mission auflauen, umhacken kann. Aber wisst ihr was, das findet nicht jeder toll. Und ich bin da sehr gespannt, wie sie es danach umsetzen, ob man da sich gegen irgendeine Form schützen kann, außer den Stalker um einen Haufen zu schießen, meine ich jetzt. Na, schauen wir mal. Dann wie immer, danke fürs Vorbeischauen, Zuhören. Das war's für Mimka 3 und das war mal wieder Baro, der Voidhändler für heute. Bis die Tage und ciao.